Herzlich willkommen zu einer neuen Delidax US Morning Ausgabe heute am 20. Juli 2021. Ja, endlich kommt Volatilität zum Vorschein und somit auch entsprechende Bewegung, denn darauf haben wir schon längere Zeit nun gewartet und ja, die Spannung nimmt nun wirklich zu. Denn ja, mit der Berichtssaison, mit der Delta-Variante, mit den Wirtschaftsdaten, da bildet sich jetzt schon wieder doch ein leicht negatives Konstrukt so langsam an Stimmung, was eben die Anleger nun dazu bewegt hat, Gewinnmitnahmen einzeln. Die hätte man natürlich schon viel, viel früher einleiten können, aber jetzt ist zumindest, glaube ich, eben genug an dunklen Wolken wieder vorhanden, um das Ganze zumindest einfach rechtfertigen zu können. Es macht ein bisschen den Anschein, als hätte einfach nur das gefehlt und somit ging es gestern beim Dow Jones Index beispielsweise um etwas mehr als 2% nach unten und wir sehen nun, ja, hier den längeren Kampf eben mit dem Kurswiderstand haben wir nun verloren. Vor allem sind wir gleich gestern sogar in den alten Abwärtstrend wieder zurückgefallen, haben noch so gerade es dann geschafft, eben die wichtige 100-Tage-Durchschnittslinie zu verteidigen, denn wie Sie wissen, wenn diese bricht, ist der Weg in Richtung der 200-Tage-Linie tendenziell frei. Beim Technologieindex Nasdaq, ja auch hier sehen wir, das skizzierte Szenario läuft an. Hier kann weiterhin in Summe, auch wenn es Zwischenerholungen gibt, das Ganze insbesondere nun unterhalb des 10-Tages-Durchschnitts weiter angespannt fallen, bis eben zurück auf die Ausbruchstrendlinie. Und auch bei Apple sehen wir, dass das Ganze nun ein bisschen anfängt, Früchte zu tragen. Ich hatte ja eben mal skizziert, Aufwärtsbewegung, Ziel wurde erreicht, wir haben gedreht und hier entsprechend eine Short-Trading-Idee eröffnet. Und ja, wir sehen jetzt auch hier, dass eben der hinterlassene Fehlausbruch natürlich auch Spuren hinterlässt und das Ganze sich hier wirklich nun in Q3, wie skizziert, auch entwickeln könnte. Also es wird auf jeden Fall noch zum Ende der Woche hin ein relativ großes Update geben zu bestehenden US-Trading-Ideen. Das sollten Sie auch nicht verpassen. Aber schalten Sie auch unbedingt wieder rein, denn es wird ja auch noch eine neue Trading-Idee in dieser Woche geben. Vermutlich eben im DAX 30-Segment. Es bleibt spannend und jetzt ein erfolgreicher Handelstag für Sie bis heute Abend.